Ja, und wir zeigen Ihnen als allererstes mal die Reaktion bei der CDU, dem eindeutigen Wahlsieger, die Freude bei der Prognose, Punkt 18 Uhr, über 41%, so die Prognose bei der ARD. Und da natürlich trotzdem noch banges Rechnen. Wie sieht es denn bei den anderen Parteien aus, wenn es denn so bleibt? Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Ministerpräsidentin bleiben und entsprechend Enttäuschung bei der Wahlparty der SPD. Der Abstand zur CDU ist mit 10 Prozentpunkten doch sehr groß. Und zum allerletzten noch ein Blick in die Wahlparty bei der Linkspartei. Das eigene Ergebnis ist ganz ordentlich, aber so wie es aussieht, reicht es eben nicht für eine links-linke Regierung. Soweit also die ersten Eindrücke hier aus dem Saarland. Weiter geht's mit Gerd-Joachim von Fallois aus Berlin. Ja, die Linke hat sicherlich auch mit einem etwas besseren Ergebnis zu rechnen, aber dennoch. Ja, und ich stehe hier im Konrad-Adenauer-Haus in der CDU-Zentrale. Da gab es hier Riesenjubel. Wir wollen Ihnen das mal zeigen in der Sekunde, als hier die Prognose eingespielt wurde. Die CDU feiert Annegret Kramp-Karrenbauer mit 41 bzw. 40% hat sie das Ergebnis vom letzten Mal noch getoppt. Wir sehen das jetzt hier, die Begeisterung hier bei den zahlreichen Anwesenden, vor allen Dingen jungen Menschen. Ich nehme an, es ist die Junge Union Berlin, die hier vor allen Dingen auch vertreten ist. Auf jeden Fall hört man hier die Steine vom Herzen fallen, das muss ich schon sagen. Es ist das wichtige Wahljahr 2017 und vom Schulz-Effekt, da hat man nicht viel gemerkt im Saarland. Doch, hat man doch, nämlich die Wahlbeteiligung. Sie ist gestiegen und Annegret Kramp-Karrenbauer konnte offensichtlich die Wähler an die Urne bringen. Diejenigen, die vielleicht gedacht haben, das ist sowieso entschieden in den letzten Tagen. Sie hat nochmal klargemacht, entweder ein rot-rotes Bündnis oder weiter solide Politik unter der Großen Koalition. Das wird auch die Maßgabe sein hier im Konrad-Adenauer-Haus für die Bundestagswahl. Wahlen im September. Die erste der drei Wahlen also erfolgreich gelaufen für die CDU. Es könnte schlechter gehen. Und jetzt wollen wir mal hören, wie das die SPD so empfindet. Im Schulz-Hype befindet sie sich ja, aber hier im Saarland, da hat das wohl nicht gezündet. Erhard Schäfer im Willy-Brandt-Haus, bitte. Ja, wenn wir über den Schulz-Zug reden oder über den Schulz-Hype, dann muss man sagen, der ist hier heute Abend ganz erkennbar und ersichtlich ausgebremst worden. Stille um mich rum. Und die Bilder von 18 Uhr haben wir auch hier vorbereitet für Sie. Spielen die jetzt mal eben ein. Da gab es bei den ersten Zahlen aus für die Union, für die CDU im Saarland ein Raunen, das hier durchs Atrium des Willy-Brandt-Hauses ging. Und als dann die Zahlen für die SPD kamen, da hörte man laut und vernehmlich aus hier meiner direkten Nachbarschaft ein Au. Und das war's dann auch schon.